Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Format, was ein- oder zweimal die Woche kommt, und zwar Mario Maker. Ich werde eure Level spielen, die ihr mir vorschlagt oder sogar selber baut. Heute habe ich ein Level, was selber gebaut wurde von Leo. Der hat mir auf Twitter geschrieben, dass ich sein Level mal spielen soll. Und genau das habe ich getan. Ich habe euch ja aufgefordert, richtig schwere Level zu bauen. Ich fordere euch ja heraus, sozusagen Level für mich zu bauen, die ich in dem Video vorstelle, die wirklich unmöglich schwer sind. Und ob der gute Leo das geschafft hat, seht ihr jetzt in meinem kleinen Zusammenschnitt, wo ich das Level gespielt habe. Viel Spaß, liebe Leute! So, Leute, Marios Puzzle Dungeon heißt das gute Level und hier könnt ihr es spielen. Code habe ich eben ja schon wahrscheinlich eingeblendet. Los geht's, da ist er. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Was soll ich hier machen? Wie kriege ich das kaputt? Ich brauche Feuer. Kann man hier jetzt hier einen Yoshi vielleicht? Oh man. Nächster Versuch, Leute. Ich glaube, ich... Ah, guckt euch das an, Leute. Das ist oft so, dass hier ein versteckter Weg ist. Was? Ist das vielleicht der richtige Weg? Okay, das ist ein One-Up. Und da drüben, seht ihr die zwei? Da muss ich rüber, Leute. Kann ich hier irgendwie... Wahrscheinlich muss ich auf die Kugeln. Wahrscheinlich muss ich die Kugeln nutzen. Ob ich das von hier kann oder soll ich das von unten machen? Oh Mann, Leute, das geht gut los. Also das ist ja wirklich ein kleines Puzzle-Dungeon, hat der gute Leo uns ja auch so deklariert. Deswegen, ja, auf den Kanonen, glaube ich, denke ich mal einfach rüber. Zack, 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 zack. Geschafft! Zack, okay, hier kommt Feuer. Ah, das macht unten wahrscheinlich das auf. So. Da ist ein Yoshi, den nehmen wir uns auch mal mit, Leute. So, und da unten muss ich mir jetzt das Feuer noch schnappen vielleicht? Das ist ja oft so, deswegen lieber schon mal vorwegdenken. Oh, immer vorausdenken, Leute. Bei so solchen Dungeons muss man immer irgendwas mitnehmen und irgendwo in einen anderen Raum rein. Hier das Feuerchen mal mit, da ist offen. Oh, scheiße. Ja, gut, Leute, vergiss das mit dem Feuer. Erstmal rüber hier. So. Immer gucken, ob da irgendwelche Geheimblöcke sind. Das ist oft so, dass man einfach hintergangen wird. Zack, so. Jetzt habe ich die Wahl zwischen hier, hier und hier. Ich entscheide mich mal für den hier. Und na klar, Leute, natürlich. Zack, 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 wieder im Rohr. So, und jetzt sind wir hier. Das ist der erste, Leute. Das habe ich jetzt eben schon gesehen, zum Glück. Da ist die Tür. Mal gucken, was jetzt noch kommt, Leute. Bis jetzt geht das ja an sich. Zack, und hier muss ich wahrscheinlich einen Drop machen. Ja, toll. Hätte ich den mal bloß gemacht, Leute. So, da sind wir wieder. Und einfach den Münzen folgen, würde ich sagen. Zack, abspringen und wunderbar. So, ein Stern. Und oh Gott, ich sehe schon, was jetzt kommt. Ich sehe schon, was jetzt kommt. Auf diesen kleinen Dingern muss ich hier genau springen. Oh Gott, nein! Das reicht nicht mehr. Zurück, 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 zurück. Ja, toll, Leute. Jetzt bin ich hier gefangen, ey. Jetzt habe ich keinen Stern. Und ja, gut, Leute. Ich kann einfach nur Neustart machen. Zack, so, Stern wieder eingesammelt. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Und bloß nicht runterfallen. Zack, geschafft. So. Nächste Etappe. Und siehst du, genau was ich gesagt habe, Leute. Genau was ich gesagt habe. Und aber hier geht's nicht weiter. Das war nur ein One-Up. Okay, unnötig. Also, ja, in den nächsten Raum. So, wo sind wir hier? Was ist das? Da ist der Weg blockiert. Da bräuchte ich. Ne, mit dem Stern geht das nicht. Da bräuchte ich den P-Switch. Da bräuchte ich einen Power-Block. Hier irgendwo ein unsichtbarer Block. Noch anscheinend nicht. Bestimmt in der Mitte ist der Block. Zack, da ist er. So, dann wollen wir mal da hochklettern, Leute. Und oh, ich hasse solche komischen Rankenpassagen. Ich hasse das, wenn man immer oben gegen die Decke kommt und immer wieder runterfällt. Ich hasse das. Mal schön runter und kleine Sprünge. Zack, Power-Block. Den brauche ich. Easy cheesy, Leute. Zack, und... Oh, hier kommen die Sägeblätter. Okay, jetzt geht's richtig los, Leute. Jetzt geht's richtig los. Okay, und hier sind die... Oh nein. Na, oh, natürlich, Mann. So, Leute. Sägeblatt 1, 2, 3. Und jetzt bin ich groß. Jetzt könnte ich einen Damage Boost machen. Und genau das mache ich auch, Leute. Ich einen Damage Boost, Damage Boost. Und... Okay, okay. Das passt. Den Schaden nimmt Mario in den Kauf. Nice, Leute. Und eins kann ich euch schon mal versprechen. Ich mache hier den Weltrekord. Was ist das jetzt hier? Drei Türen? Okay, da brauche ich wieder wahrscheinlich den Powerblock. Um die Blume da kaputt wegzuschlagen, dann kriege ich den P-Switch und dann könnte ich da ja theoretisch den Block da hinten... Oh, Leute, jetzt nehme ich mir den mit. Jetzt ist die Frage... Genau, jetzt müsste ich da hinten die Münzen... die Blöcke... Ah, toll. Ja, Leute, ganz toll. Ich brauche hier nochmal einen P, einen Powerblock. Ganz toll. Ja, toll, Leute. Ich würde sagen, ich muss mir dann noch einen Powerblock mit in den letzten Raum nehmen. Das ist die Lösung, genau. So, erstmal wieder rechts in den dritten Raum, genau, zu dem Powerblock. Leute, und egal, was es kostet. Zack. Ich werde hier... Nein! Oh Gott, ich wollte den nicht mitnehmen. Ich werde hier den Weltrekord machen, Leute. Das steht fest. Ist mir egal. Ich werde den Erbauer dieser Map sogar besiegen, Leute. Das ist mir wichtig. Dass ich wirklich, wenn ihr mir eine Map schickt, dass ich dann auch, zack, den Weltrekord mache. Nice, hier ist nichts mehr. Rein.
Bald muss doch mal vorbei sein hier. Leute, das ist mir echt wichtig, dass ich einen Weltrekord mache. So, hier oben ist ein Blocken unsichtbarer. Weiter geht's. Muss ich hier vielleicht dann noch mehr unsichtbare Blöcke? Ah, siehst du, da ist noch einer. Da oben höre ich auch schon Feuer. Noch einer. Und das Feuer muss ich mir wahrscheinlich nehmen hier. Nehme ich meine Flamme mit jetzt einfach. Zack. Und zack. Und zack. Nice, Leute. Da ist der erste Checkpoint, den wir aber eigentlich nicht brauchen wollen. Aber wir werden ihn, glaube ich, eh brauchen, weil das Level ist echt krass. Also echt Respekt an den Erbauer. Also wirklich heftig gemacht. Geil. Und jetzt muss ich Schaden in Kauf nehmen. Und zwar doppelten Schaden. Okay, hier ist wieder eine Blumenranke. Immer diese Ranken. So, und jetzt muss ich hier perfekt springen und wieder runtergefallen. Weiter geht's. Natürlich komme ich da oben gegen. Oh Gott. Checkpoint. Zum Glück, Leute. Ich werde danach aber alles nochmal schön mit Musik untermalt. Werde ich euch zeigen, wie ich das Ganze schaffe, ohne Schaden zu nehmen, Leute. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ohne Schaden zu nehmen und den Weltrekord werde ich machen. Ich werde es schaffen, Leute. Und ihr könnt dann versuchen, meinen Rekord wiederum zu brechen. Meinen Weltrekord. Erstmal gucken, ob ich es schaffe, bevor ich hier große Töne spucke. Und natürlich, Mann! Und zack, da sind wieder die Blumen. Und jetzt springen. Okay, lieber gerade auf die rauf. Zack, immer gerade und langsam einzeln abarbeiten die Blumen. Zack, und wo sind wir jetzt? Oh, hier ist der Endkampf. Bowser! Bowser Junior. So, wieder im Raum. Zack, Leute. Oh Gott, was soll ich machen? Warte, gibt es da vielleicht einen Schlüssel? Kann ich den Schlüssel vielleicht anders irgendwie kriegen? Da oben vielleicht? Zack, zack. Hat er mir eben geholfen. Hier ist nichts anscheinend. Okay, gut, dann muss ich ihn wahrscheinlich besiegen, Leute. Was anderes bleibt mir nicht übrig. So, noch ein Sprung und yes! Da ist der Schlüssel, Leute. Und ich müsste es geschafft haben. Hoffentlich war es das jetzt auch. Oh Gott, ja, natürlich gehe ich wieder in die Tür rein. Oh Gott, da ist er wieder. Schnell rein. So, zack. Und Level geschafft. Das allererste Mario Maker Level, was ihr mir gebaut habt. Was knackig war, gebe ich zu. Es war schwer. Und jetzt sehen wir meine Zeit, Leute. Und danach gilt es, diese Zeit noch mal zu schlagen. Level beendet. 8 Minuten 8, 2 Minuten 52 muss ich schlagen. Ja, Leute, ich werde versuchen, bei jedem Mario Maker Level, was ihr mir sendet, was von euch ist, auch den Weltrekord zu machen. Sprich, eure Zeit auch noch zu schlagen und das in dem Video festzuhalten. Und genau das passiert jetzt auch, Leute. Ich werde jetzt nämlich immer am Ende von den Mario Maker Parts noch einmal den Durchlauf euch zeigen, wie ich den Weltrekord geholt habe, Leute. Und ja, ich habe es geschafft. Jetzt seid ihr dran. Macht diese Map von Leo. Sie ist ziemlich geil. Schickt mir weitere Maps auf Twitter oder Instagram. Sie sollten mindestens so geil sein wie diese hier. Und ich werde dann einmal pro Woche mindestens, vielleicht auch zweimal Mario Maker Parts hochladen. Wenn die Welten klein sind, dann kann man sogar zwei oder drei Maps in einem Video schaffen. Ich bin damit raus. Viel Spaß jetzt mit dem Durchlauf. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Video habe ich Mario Odyssey Glitch für euch, einen ganz neuen. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.